wie ein Wärmepumpeneinbau im Bestandshaus aussehen kann, das habe ich euch ja bereits in einem anderen Video gezeigt, bei uns im Haus mit den Heizkörpern. Heute sind wir einmal bei meinem Schwager im Projekthaus zu Besuch und können uns da mal anschauen, wie sieht das denn aus, wenn man das mal in der Renovierung bzw. in der Kernsanierung macht. Und Kernsanierung unterscheidet sich ja dann vom Neubau eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, das Haus wurde zurückgebaut bis auf die Außenmauern und ja, dann von Grunde auf wieder aufgebaut, beziehungsweise es ist gerade im Aufbau und dazu gehört auch die Wärmepumpe. An sich, die Wärmepumpe ist genau die, die wir auch im Einsatz haben, die Panasonic 5 kW Monoblock Wärmepumpe. Und von hier aus geht es dann direkt in den Keller. Und was besonders spannend ist in diesem Aufbau ist, dass hier eine Flächenheizung im Haus verbaut wird. Wenn man sowieso alles zurückbaut, dann kann man ja auch direkt auf eine Flächenheizung setzen. Und ja, die meisten Leute werden Flächenheizung und Fußbodenheizung immer eigentlich synonym benutzen. In diesem Haus ist allerdings eine Deckenheizung eingebaut worden. Und ja, das nicht mit fertigen Platten, sondern in ja, einem Eigenaufbau. Und das werden wir uns heute alles einmal im Durchlauf anschauen. Also wir starten hier an der Wärmepumpe und genau, dann gehen hier die Vor- und Rücklaufleitungen direkt hinter mir ins Haus. Der Stromanschluss ist noch nicht gelegt, aber der wird dann auch durch die beiden Kernlochbohrungen geführt. Und wir sehen, wie es auch bei uns gemacht wurde, zwei Betonfundamente, worauf die Wärmepumpe steht. Und nach unten hin, genauso wie es in der Anleitung steht, das Kiesbett ausgehoben mit einem 100er HT-Rohr, wo dann eben das Kondensat ablaufen kann. So, jetzt auf der anderen Seite der Wand. Hier kommt wieder Vor- und Rücklaufleitung rein. Und es sieht schon wesentlich aufgeräumter aus als bei uns. Und das liegt einfach daran, dass man hier ja auf der weißen Wand anfangen konnte. Also der Vorlauf kommt rein. Danach kommt erstmal wieder ein Absperrhahn. Dann der Mikroblasenabscheider, um eben die Luft und die Gase aus dem Wasser rauszukriegen. Ja, und dann gibt es hier eigentlich im Vorlauf nur noch den Temperaturfühler für den Wärmemengenzähler. Und ansonsten gar nichts. Und auf dem Rückweg gehen wir dann in Wasserfließrichtung weiter, wieder ein Absperrhahn. Hier kommt der Wärmemengenzähler rein. Hier gibt es einmal ein Manometer und ein Überdruckventil, um einmal den Anlagendruck zu prüfen, auch von innen. Eine Füllarmatur und hier unten nochmal ein Absperrhahn. Und das war es schon. Und was auffällt ist, hier seht ihr kein Membranausdehnungsgefäß, also diese große Glocke, die die Druckschwankungen im System aufnimmt, wenn eben die Wärmepumpe das Wasser erwärmt. Mein Schwager hat sich dazu entschlossen, da das interne Membranausdehnungsgefäß in der Wärmepumpe zu nutzen. Der Vorteil in dem Fall war, er musste keins zusätzlich noch hier anbringen und ja, das andere ist sowieso verbaut in der Wärmepumpe. Aber der Nachteil ist natürlich, dass es sich jetzt im Außenbereich befindet und die Wärmepumpe dann eben, wenn es kalt wird, da eine elektrische Heizung aktiviert, damit das Membranausdehnungsgefäß im Außenbereich nicht kaputt friert. Das Ausdehnungsgefäß in der Wärmepumpe reicht laut Panasonic aus für ein Systemvolumen von 150 Litern. In diesem ganzen Haus, was nicht gerade klein ist, sind es deutlich unter 100 Litern. Deswegen reicht das eben im Außenbereich aus. Und es ist auch so, wie ich das auch immer schon gesagt habe, man baut das ja nicht unbedingt für die Ewigkeit. Also hier gibt es direkt noch einen Anschluss. Das heißt, wenn man das mal ändern möchte, kann man hier einfach noch ein Ausdehnungsgefäß nebenhängen und schließt das an und dann kann man das draußen stilllegen. Für die meisten Komponenten, die ihr bekommen könnt, gibt es auch immer solche Isolierblöcke. In dem Fall ist das der für den Mikroblasenabscheider. Und ihr seht schon, hier wird sich viel Mühe gegeben bei der Isolation. Die Schellen sind so, dass sie über der Isolation greifen, also keine Wärmebrücke darstellen. Und ja, das wurde gemacht, weil in diesem Haus die thermische Hülle auf Ebene der Kellerdecke verläuft und somit im Keller hier relativ kalt werden kann. Hier wird auch noch eine Brauchwasserwärmepumpe stehen und deswegen ist es wichtig, dass die Rohrdämmung vernünftig ausgeführt wurde. Als nächstes gehen wir hoch zum ersten
Heizkreisverteiler und schauen uns dann mal die Deckenheizung an. Hier kommen die Rohre aus dem Keller dann hoch und verlaufen erstmal auf der Wand bis unter die Decke im ersten OG, wo es dann eben hochgeht zum ersten Heizkreisverteiler. Wie schon gesagt, es ist eine Deckenheizung verbaut, deswegen ist der Heizkreisverteiler eben auf der Deckenhöhe bzw. auf dem Boden des ersten Obergeschosses. So, hier sind wir jetzt am Heizkreisverteiler für das Erdgeschoss, aber im ersten Obergeschoss, wie schon gesagt, hier geht es dann in die Decke. Was man hier schön sieht am Heizkreisverteiler, dass wir einmal die Ventilanschlüsse haben und hier unten noch die Einstellungen bzw. die Anzeigen direkt für den Durchfluss, wo man dann nachher die einzelnen Stränge hydraulisch abgleichen kann. Und ja, hier kommen wie gesagt schon die Vor- und Rücklaufleitungen wieder hoch und gehen dann eben noch weiter zum zweiten Heizkreisverteiler, dann für die Deckenheizung vom ersten Obergeschoss. Die Zuleitungen hier, hatte ich gerade noch nicht gesagt, sind in 32 mm Aluverbundrohr ausgeführt und gehen dann auf die Deckenheizung mit 16 mm Aluverbundrohr. Dann würde ich sagen, werfen wir jetzt einen Blick auf die Deckenheizung. Vom Heizkreisverteiler kommen wir jetzt hier in einen Beispielraum unter die Decke. Und zwar sind hier als erstes Heraklitplatten drunter gekommen, die vor der Verlegung einmal die halbe Stärke ausgefräst wurden, damit man eben das Aluverbundrohr da reinlegen kann. Das Rohr an sich ist in einer Meanderform verlegt worden und mit so einem Kunststofflochband befestigt worden. Das heißt, hier, wo die Lochbandstreifen herlaufen, da sind auch die Deckenbalken drüber. Das heißt, es ist eine Holzbalkendecke, die eben darunter verläuft. Hier unter den Lochstreifen verlaufen eben die Balken der Holzbalkendecke, wo dran dann alles befestigt ist. Um das ordentlich umzusetzen und mit der Oberfräse eben diese geraden Fräsnuten zu erzeugen, hat sich mein Schwager eine Vorrichtung gebaut, um dann eben auch mit einer Schablone diese Radien auszubilden. Den Abstand hat er hier mit 20 cm gewählt. Das liegt in erster Linie daran, dass die Heraklitplatten an sich 60 cm breit sind und sich somit dann immer ein sinnvoller Abstand von den Fräsnuten bzw. eben von den Rohrabständen ergeben hat. Wenn man sich diesen Aufwand nicht antun möchte, kann man aber auch so eine Deckenheizung aus fertigen Platten erstellen. Da kauft man dann quasi eine Deckenplatte mit einem Rohrstück schon integriert, teilweise auch schon mit einer Putzfläche drüber und kann die dann montieren und muss dann immer nur die einzelnen Plattenstücke verbinden, also die Rohre der einzelnen Plattenstücke miteinander verbinden, wenn man diesen Aufwand scheut, das alles selber zu machen. Allerdings ist man, wenn man es selber macht, natürlich freier in der Gestaltung, in welche Ecken man reingeht. Man hat eben nicht das vorgegebene Plattenmaß, sondern kann so den ganzen Raum passend mit der Heizung versehen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das noch nicht die Oberfläche, die nachher im Wohnzustand bleiben soll, sondern hier kommt jetzt Lehmputz drauf. Und ja, das führt dann eben auch zur Verbesserung des Wohnklimas. Man hat mit dem Lehm dann eben die Möglichkeit, Spitzen in der Luftfeuchtigkeit abzupuffern. Der Lehm nimmt das auf und vor allen Dingen ist es eben gut, wenn man schon Lehm einsetzt, dass man nicht nur so eine ganz dünne Schicht Oberputzlehm im Haus einbaut, sondern das auch möglichst dick und massiv aufbringt. Und ja, hier ist das schon dadurch gegeben, dass eben das Rohr halb versenkt ist, also 8 mm in der Heraklitplatte drin ist und 8 mm raussteht. Das heißt, hier müssen schon mal 8 mm Putz drauf, bevor die Rohre überhaupt abgedichtet sind. Das heißt, hier ergibt sich nachher ein Putzmaß von 10 bis 15 mm. Über den Heraklitplatten im Zwischenraum zwischen den Balken ist Steinwolle eingebracht und das hat den Nutzen, dass eben die Wärme auch hier unten in dem Raum bleibt, den man beheizen möchte und nicht als Fußbodenheizung für den Raum darüber fungiert. Also selbst in den Ebenen, die zwischen zwei beheizten Räumen sind, ist eben Dämmung eingebracht, dass man
die Heizungswirkung dann auch von der Richtung hat, wie man es haben wollte, in dem Fall eben von oben. Und als letztes schauen wir noch einmal im Badezimmer, damit man hier dann ein bisschen eine höhere Temperatur reinbekommt, also mehr Heizleistung zur Verfügung steht, sind hier einfach die Abstände etwas geringer gewählt worden zwischen den einzelnen Leitungen. Aber ansonsten ist der Aufbau auch hier dann identisch. Hier wurde dann auf die 16 cm gegangen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann hat euch anscheinend das Video zur Deckenheizung gefallen. Dann könnt ihr gerne einmal in der Videobeschreibung schauen. Da ist auch der Link zum Instagram-Kanal von meinem Schwager und meiner Schwägerin, die zu diesem Haus eben dann immer mal wieder ein paar Bilder posten und Infos. Wenn euch das interessiert, schaut da unten mal vorbei. Vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht auf dem Weg in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.